Hallo, Bros. Au. Wir werden heute Bad Rats probieren. Wir probieren uns ein wenig selbst heute. Das wird so gut. Hast du dazu was zu sagen? Oh, sind das großartige 3D-Grafiken. Just look at it. It is brilliant. It is art. Ist das eine rassistische Taliban-Ratte gewesen? Warum hat die Ratte einen Robin Hood-Hut auf? Und warum... Warum sieht die Katze so... Ja. Wow. Das sieht nicht aus wie eine Katze. Also ich vermute, es soll eine Katze sein, weil es geht hier um Ratten und Mäuse und so, aber... Und was soll diese 80s-Disco-Musik? Wow. Ich kann manche Sachen nicht lesen. Steht da? Keine Ahnung. Help? Oh, wow. Credits. Alter, ey. Ja, wir spielen einfach mal, ne? Ja. Wir haben das Spiel noch nie gespielt. Lasst euch nicht von dem Steam-Rating täuschen. Das Spiel ist nicht gut. Wir brauchen kein Tutorial, wir sind super. Es ist wohl angeblich ein Physik-Puzzle-Game. Steam hat gesagt, das ist ein gutes Spiel. Man könnte sich natürlich auch mal die Reviews angucken. Smash the cat, only the ball can activate the vault. Hints. Build a good ramp with a wood board and the barrel. Use the ramp to support the batter and hit the ball to the vault. Okay. Oh. Click to hold, ja. Yeah. Ah, nee, das ist falsch. Das soll dahin. Aha. Wie dreh ich die Sachen? Keine Ahnung. Such mal die rechte Maustaste oder Tastatur irgendwas. Ah, einfach drauf fallen lassen. Hängt das in der Luft? Ja. Alter! Was sind das für Katzengeräusche? Was? Wie? Warum? Ich verstehe es nicht. Ich auch nicht. Also mal abgesehen davon, dass ich glaube, der Better muss irgendwo... Warte mal, dann kann ich auch das machen. Ich gehe mal davon aus, dass das... Achso, das fällt erst, wenn ich wahrscheinlich erst... Ja, wenn ich... genau. Was ist mit dieser Musik? Ich weiß nicht, ob ich das wissen will. Fast? Ja. Ja, kurz gesagt, ich könnte davon ausgehen, dass sämtliche Reviews auf Steam, die diesem Spiel eine gute Bewertung geben, ironisch gemeint sind. Weil, just look at it! Ich glaube, es wäre sinnvoller, wenn du ihn weiter oben ansetzt. Er schiebt die Latte weg! Oh, did you see that? Oh God. Oh God. Oh. Next. Oh, das ist so schön, die Framezahlen zu sehen. Du hast mich, oder? Absolut. Wieso? Ich hasse dich auch. Weil wir das spielen! Only the ball can activate the bomb. You use the balloon to play. Warum tust du mir sowas an? Warum spielen wir das? Simple, because fuck you. Das hab ich mir schon fast gedacht. Because fuck you, that's why. Fuck. Traktorratte? Was? Ist das ein Trampolin? Ja, es ist ein Trampolin. Wieso kann ich den Ball nicht bewegen? Okay, Traktorratte hier hin. Warum? Wie kann ich die umdrehen? Ah. Ha! So? Hast du auch nur ansatzweise eine Ahnung, was du da tust?
Mehr als das Spiel. Würde ich jetzt sagen müssen, die Antwort ist offensichtlich nein. Was soll das, das für eine Physik? Guck dir den an, der schlägt den Boden. Das ist ein 2D-Game, wie kann mir was entgegenfliegen? Alter. Because it's 2.5D. Selbst dann hast du nur 2 Ebenen. Was soll da passiert hier? Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe auch nicht mal ansatzweise einen Plan, wie man das mit dem Zeug, was einem bereitgestellt wird, machen soll. Also. Ich weiß aber jetzt nicht, wozu der Ballon gut ist. Ich auch nicht. Vielleicht kann man den Typen an den Ballon dran. Oh Gott. Vielleicht kannst du den Better an den Ballon dranhängen. Oh, das kann natürlich sein. Ja. Alter. Der hat das Ding nicht mal berührt. Was zur Hölle? Also, das Kiefer? Ja. Alter. Oh Gott, ist das dumm. What? Also, warum hat er jetzt, ist er jetzt erst explodiert? Warum explodiert der auf einmal? Oh, da hast du gerade. Weil sein Traktor explodiert, ist doch ganz offensichtlich. Raupe, aber das ist gerade auch nicht passiert. Ist mir egal, ob es eigentlich eine Raupe ist. Die Ratte heißt Ingame Tractor Rat. Also Alter, was ist mit dem Ball passiert? Der ist von der Bombe so abgeprallt, dass er. Was zur Hölle? Der scheiß Ball! Oh Gott. Dieses Spiel ist schlechter, als ich dachte. Ja, es hat mich übrigens 20 Cent gekostet, glaube ich. Der Ball bewegt sich schon. Der hat sich gerade schon bewegt. Oh, gut. Bestimmt genau. Ja, man kann es ja tatsächlich, der rollt. Ja. Turn the microwave on. Burn the cat. Only the ball can activate the microwave. Hints. The ball can make the path locking. This is all about pushing the ball sidelong. What? Ist gut, dass ja das alles angezeigt wird. Ja. Das ist voll rassistisch! Ernsthaft? Kein Wunder, dass sie uns in die Luft jagen wollen! Ernsthaft, eine Taliban-Ratte mit einem Sprengstoffgürtel? Das ist kein Wunder, dass sie uns in die Luft jagen wollen. Ich würde uns in die Luft jagen wollen! Sagen, du spielst mit dem Ding. Na, hier ein Brett. Big stop. Please. Bitte. Langbrett. Der raucht. Offensichtlich. Bitte mach, dass es aufhört. Ich würde gerne. Oh. Muss da wahrscheinlich eine andere Ratte hinpacken. Vielleicht ja. Die Taliban-Ratte. Alter, trotzdem, ey. Ein bisschen rassistisch, oder? Ja. Okay. Das hat... Was zur Hölle? Ja, das frage ich mich auch gerade. Oh. Ja, was soll man mit den ganzen anderen Ratten machen, bitte? Was zur... Was? Was zur Hölle war das denn? Oh Gott. Oh, diese brillante Physik Engine, ne? Oh. Was macht denn eine Lungenratte? Oh. Wow. Ernsthaft? Alter, diese Feuereffekte, ne? Das. Triple A Game. Ganz eindeutig, ja? Best Game of the Year. Ja. Best Game, Best Game. Hat die gerade die Wand gethrustet? Glaub schon. Guck das an! What the fuck? Best Game, Best Game. Die klimpern die Wand, die Schweine. 5 out of 5, 5 out of 5, 10 out of 10, 10 out of 10. Warum vergewaltigen die armen Wände? Die haben dir nichts getan. Ich will nach Hause. Warum spielen wir das? Ich hab Spaß. Hit the ball with the ball. Der Ball fegt dich schon wieder.
Explode the cat. Only the ball can activate the bomb. You'll need to build a lever to work as a catapult. Fat Rat is a good weight and its position can make all the difference. Okay. Das ist eine fette Ratte, das ist durchaus richtig. Ja. Gut, du hast Spaß. Verstehe mich nicht falsch. Also ich sehe durchaus ein, dass man mit dem Spiel tatsächlich sogar Spaß haben kann, aber hat eben nicht aus den Gründen, Ich habe noch nie eine Bombe gesehen, die nur durch Bälle aktiviert werden kann. That was shit. Das ist aber auch sehr geile Physik. Guck mal, wie langsam sich alles bewegt. Ja. Kommt er auch wieder runter? Nope. Wo ist denn der Ball hin? Wollen wir jetzt einfach ein bisschen warten, bis der Ball runterkommt? Huh. So that's how that works, huh? Absolutely, mate. Das Problem ist halt eben, dass das Spiel nicht aus den Gründen so unterhaltsam ist, also denen der Developer vielleicht denkt, es wird unterhaltsam, oder? Das Spiel ist nicht unterhaltsam. Stimmt, wir machen es unterhaltsam. Das liegt eigentlich nur daran, weil ich doof bin. Und das Spiel so unglaublich schlecht. Ich habe sehr komischen Kopf. Ja, ja, und mein komischer Kopf dafür sorgt, dass es dann halt... Vor allem, da ist die Markierung. Da sollte das sein. Ja. Da oben muss ich die Ratte hinpacken. Ups. Da. Wie die Wind. Warum macht eine fette Ratte Fitnessübungen? Weil er nicht mehr fett sein will. Also, sobald der Ball die obere Spielfeldhälfte verlässt, ist er weg. Ist er weg. Great job, guys! Best game ever. Best game, best game. 10 out of 10. Alter. What is this game? What is wrong with you guys? Also was mich wirklich interessiert ist, ja, bei der Sache ist, ob die Developer sich darüber im Klaren waren, was für einen absoluten Haufen Kacker sie da zusammen programmiert haben, oder ob die ernsthaft denken, es wäre ein gutes Spiel. Pupu. Der Fachbegriff ist Pupu. Hit the chainsaw with the ball. Chainsaw the cat. Only the ball can activate. Also, was sind das für Gegenstände, die nur die Bälle aktiviert werden und können? Also generell, was ist auch das... Für ein unglaublich sadistisches Grundkonzept. Also... To move the ball up, Archer can make a good shot. Ich meine, das ist... Das Grundkonzept ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das Problem ist halt eben, dass es einfach so... es ist halt nicht mal so die hilariously over-the-top-Violence wie bei GTA oder so, ja? Oder, keine Ahnung... Was war in den letzten Jahren so in der Kritik wie in der Gewalterstellung? Mad World zum Beispiel oder so. Also wirklich einfach nur noch extrem übertriebenes aus, ja, was zur Hölle ist gerade eben passiert. I have no friggin' clue. Aus Entertainment-Gründen. Oh! Oh! Das ist mal saudumm. Ich hab's gebrüllt. Oh Gott, ernsthaft? Ja. Ist das nicht gute Physik? Wenn man einen Ball ansaugen kann. Und dann funktioniert das Ding nicht. Fliegt! Das Ding fliegt! Was zur Hölle? Oh Gott! Oh Gott! Oh, I'm losing it! Oh Gott! Was? Das ist seine Wirbelsäule! Ja. Oh Gott! Okay, what? Das ist soweit richtig. What the fuck? Was ist falsch mit diesem Spiel? Alles. Simple Antwort, alles. Offensichtlich, ja. Versucht einfach den Better zu nehmen, statt dem... Aber im Tipp stand das Ding. Der Better schießt, steckt nicht weit genug. Sicher? Fast. Okay, versuchen wir einfach eigentlich mit so viel Logik daran zu gehen. Ja, siehst du, es ist zu weit vorne. Deine Mutter ist zu weit vorne. Das war nicht lustig. So weit nach hinten. Oh Gott. Oh Gott, mein Kopf.
Ich meine, was machen die Warnschilder da? Ich meine, das Problem ist halt auch, das passt halt auch überhaupt nicht zusammen, weißt du? Ja, yeah, das ist einfach. Weil du hast einerseits hast du halt eben. Woher diese, kommt das Licht? Vielleicht sollte das Rauch sein oder so. Das war ein sehr schlechter Partikeleffekt. Ja. Alter, mein Kopf tut weh. Aber wie gesagt, vielleicht soll das irgendwie. Ich habe ehrlich gesagt gerade. Können wir nicht einfach aufhören? Also wie gesagt, allein das Grundkonzept irgendwie, ja, so lustig, niedlich, so. Ja. Aber dann irgendwie so total. And the game crashed. Yay. Wenn man es mal kurz alt-tappt. Großartig. Ja. Huh.